Größe hat, ist eine, sind Stadtmauern auch eine sehr schöne Quelle zum Arbeitslosen kämpfen. Weil hier Turm, Stadttor 9 Arbeiter, die Türme 6 Arbeiter. Ist nicht so viel, aber nicht zu wenig. Und wir haben immer noch keine. Ach, wir haben Palast, das ist ja schick, das ist sehr schick. Hier bauen wir doch gleich mal Spektortürme hin. Hier kommt dann Bronze hin, da kommt ein Fischerkais hin. Ja, ich habe das alles hier schon durchgeplant. Stadt braucht mehr Arbeitskräfte. Ja, bei einer Stadt mit 0 Einwohnern kann ich mir das vorstellen. Das ist wieder so ein Fluss, der nicht der geeignetste ist, um ja, sowas hinzubauen. Wenn ich hier nicht gerade attraktive Gegenden habe, dann baue ich auch sehr gerne 2 hin. Ich könnte jetzt eigentlich auch hier, also 2 Inspektortürme. Ich könnte jetzt auch hier wieder Inspektorturm hinbauen. Gärten drum bauen. Mauer drum bauen. Ja, ich habe auch hier verschiedene Mauern. Ach, und ich habe rausgefunden, dass es auch englische Let's Plays von diesem Spiel gibt. Aber warum, wenn es ein englisches, kann man sie auch im Deutschen spielen. Und die haben dann noch hingeschrieben Rise of the Middle Kingdom oder so. Also das heißt Aufstieg des Reichs der Mitte. So heißt das Spiel dann vollständig, weil Emperor, Schlacht um Dune oder so gibt es ja auch ein Spiel. Kenne ich jetzt persönlich nicht. Aber falls mir wer mir ein Let's Play empfehlen kann, ich bin offen. Ihr könnt das ja immer bei YouTube überspringen, hier der das langweilige, den langweiligen Anfang. Der Palast ist auch eine sehr schöne Arbeitslosenvernichtungsquelle. Das klingt so brutal, aber alles abschlachten, die scheiß Arbeitslosen. Nein, natürlich nicht, aber hier sind Arbeitslose eben so in Massen nicht gut. Wie hoch ist eigentlich die Arbeitslosenquote in Deutschland? Ich weiß, kann man bei Google eingeben, aber zu faul. La la la. Hier haben wir eigentlich so schön viel Platz. Kann man doch glatt noch eine dritte Farm hinbauen. Nein. Wir müssen natürlich hier für die erste Farm erstmal alles erreichbar bauen. Das hier meinetwegen höher so sein. Ich versuche nämlich das auch mal gleich möglichst gleich zu machen. So dass nichts überwiegt, dass immer gleiche Ernten sind. Ist doch Kohl hat überwiegt. Aber wieder schön höher.
Also hin. Ach, hier haben wir schon die ersten Einwohner. Sechs. Oh. In einem so einem Familienwagen sind nämlich immer sechs Leute. Wo öffnet? Ich habe doch gar keinen Gesandten geschickt. Ah, das braucht Reis. Ich habe kein Reis. Warum wollen die denn mal Reis? Mensch. Vier Arbeiter nötig. Scheiße. Kein Hanf. Schlacht. Ganz Schlacht. Also schlecht. Oh, Twitchy, hi, oh. Ich würde nur zu gerne wissen, was die wirklich sagen. Ob das wirklich Chinesisch ist. Ins Mikrofon reinpusten ist nicht so gut, oder? Das Wichtigste habe ich vergessen. Marktplatz natürlich. Und wir haben wieder nur einen einfachen Marktplatz. Das heißt, ich baue mir höchstwahrscheinlich zwei hin. Hier machen wir wieder einen schicken Inspektor drin. Bei gleicher Arbeitslosenquote, bei gleichen nötigen Arbeitern bringt der mehr, bringt der zwei Leute raus. Das ist doch kacke Scheiß Steuerbüro hier. Pack ich das eben hier drüben hin. So, jetzt hast es. Nur was sagst du dazu? Fähren. Oh, schade. In der nächsten Welt oder so kommen dann noch. Ja, was wollte ich sagen? In einer nächsten Welt kommt dann so ein Fluss, wo ganz viele Fernanliegeplätze da sind. Und da habe ich mir immer Spaß draus gemacht und haufenweise Fernhäuser hingebaut, so dass die, in dem Fall der meine Bronzeschmelzer, leicht durchkommen. Ich frage mich nur, wann ich mit Pharao anfangen soll. Zurzeit macht mir Emperor immer noch Spaß und Pharao ist ein Tick schwerer. Tick-Tack schwerer. Überschuss an Nahrung, das ist gut. Ja, das liegt jetzt ungefähr im Gleichgewicht. Stimmt, ich kann mal wieder das mein übliches Verfahren wieder machen. Es ist immer sehr gut, dass man vorsorgt. Also man muss sich eben auch um die Inspektortürme kümmern. Und davon sollte man echt nicht zu wenig hinbauen. Lieber zu viel. Im Palast kann man auch Tiere einfangen. Also mit Nuvao und noch ein paar anderen Ahnen kann man das. Kann man einfach die Leute losschicken oder ganz einfach durch Städte, die einen mögen. Städte, die einen nicht mögen, da sollte man nichts von fordern. Da sollte man sich gar nicht das angewöhnen. Warum entwickelt sich das nicht weiter? Stagniert.
Oh, ich muss Schluss machen. Tschüss.